Hallo. Ja, ich habe noch ein bisschen weitergespielt, dachte mir, nichts zu tun, mache ich jetzt weiter Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Payday 2. Wieder alleine. Your former colleague is being transferred to a hastily arranged retrial today. Hashtag Free Hoxton, sagst du? Okay, Hashtag Free Hoxton. Ich weiß, dass es da oben ist. Aber 12,5 Millionen sind zwar schön, aber auf Overkill habe ich keine Chance. Deswegen kaufe ich es mir einfach auf schwer. Und spiele das. Jeder, der das voll gesehen hat und das Intro damit, der weiß, wovon ich rede, was Hashtag Free Hoxton heißt. Sagst du, ich soll die Sniper nehmen? Okay, ich nehme die Sniper. Weil zu langsam macht keinen Sinn, mehr oder weniger. Los geht's. So, jetzt geht's los. Yes, yes. Now it's time to see helmets flying. Get Hawks out of there. Up to the street. Move it. Never mind the soldiers. I've got a plan, and you lads want to help me, right? Wolf, tag along. Come with me. Los geht's. Die schicke Sniper. Da kommt der Hox rein. Ja, ich habe die Mission schon ein paar Mal gespielt. Hey. Hey. Bewegen die sich alle außerplanmäßig, ich glaube, es hackt. Oh ne, jetzt schon. Ich habe das Gefühl, meine Munition wird hinten und vorne nicht ausreichen. Wow. Das kann doch nicht sein. Boah, zum Glück habe ich das geupgradet. Das gibt es nicht.
30% Chance übrigens, dass der Bohrer von alleine wieder anspringt. Ne? Hatten wir gerade gesehen. Hoppala. Ich würde dort einsteigen losfahren. Ohne Spaß. Medikill. Ja, fahr zu, komm, schieb mich. Ah, guck, keine Munition mehr. So, COD ist dann halt, ne? Oh, mein Auge juckt, mein Auge juckt, mein Auge juckt, mein Auge juckt, mein Auge juckt. Oh. Make them forget about the truck. Ja, ja, wir sind 5 Kilometer weiter hinten. Holy f... Dein Kopf ist minimal im Weg. Okay, ich muss weiter vor. Oh fuck. Deswegen habe ich immer Medic direkt dabei. Ein Paket. Lol, wusste ich gar nicht, dass es hier auch Pakete gibt. Der macht keine. Der hat keine Chance gegen mich. Dem hau ich gleich rein. Die können so schön rennen, ja. So eine Sniper hätte ich ja im Battlefield. Egal wo du triffst, One-Shot. Boah, Alter! Boah, ich bin ready. Black. Oh. Jetzt kommt das Beste, eine normale Parkkarte ziehen. Oh, ich wollte nicht spoilern. Geisel nehmen.
didn't you? Did you? Wankers. Jetzt muss ich die ganzen Schlösser alle knacken, um zu feststellen. Im letzten ist der PC, den ich hacken muss, damit die da runterfahren können. Es ist statistisch gesehen eigentlich fast immer im letzten. Die Musik ist komisch. Guck, hier ist nichts drin. Meine Brille ist dreckig und ich habe hier gerade nichts, um sauber zu machen. Das ist ungünstig. Ja, ja, Schissbrust. Das ist immer gut, Geiseln zu nehmen. Wow, hier unten war jetzt echt viel. Da, nächste Tür. Es ist, hier ist es ganz oben. Wenn ich jetzt aber ganz oben anfange, ist es nicht ganz oben. Es ist meistens so, habe ich schon öfters angeguckt. War immer beim letzten Mal bei mir. Boah, bin ich also. Und die KI macht immer Headshots, das ist so krass. Oh! Vergesst alles, was ich gesagt habe. Guck, da hatte ich zum Beispiel auch eine Tür übersehen. Einen Moment kurz. So. Ja, mein Brille war jetzt etwas zu dreckig und irgendwie hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit so ein dummes Klacken im Hintergrund zu haben bei der Musik. Die ist doch voll nervig. Oh, diese Ruhe. Komm her. Du kommst mal mit. Come with me. Move it. Come with me. Dallas, where the fuck were you? Come I was me. Waiting like a Move princess it. In a goddamn tower. Do a speed fix up. Get that plating off the truck. Boah, scheiß Geiseln, ey. Ach, fuck. Tut mir leid fürs Mikrofon boosten. Und das ist irgendwie ganz schön scheiße mit der Mission, dass sie in so einem Denglisch ist. Oh, komm. Ah, fuck. Well, what me? Seven bucks! Where are we? Did you miss me, you wankers? Ha
Ich beende mal kurz die Aufnahme, guck mal, und mal gucken, je nachdem wie lang es ist, mache ich das gesamte, mache die gesamte Mission in eine Folge oder mache es in zwei verschiedene Folgen. Auf jeden Fall kommen jetzt natürlich, wie ihr bei unten rechts sieht, Enter weiter zum nächsten Tag, den zweiten Tag. Oh, 62% Position, bin ich stolz auf mich. Und ja, dann sehen wir es mal. Aber ich werde zu faul, es in zwei Teile zu schneiden und deswegen. Tschüss, oder vielleicht sehen wir uns gleich wieder in derselben Folge. Oh. Hallo, und ich mache keine Begrüßung, weil ich habe mich jetzt entschieden, habe nachgeguckt. Das erste war Viertelstunde, also mache ich das vermutlich jetzt in einem Zug durch. Und hoffe, dass es nicht zu lange wird, weil meine Internetleistung nicht die beste ist. Und irgendwie ist mein System gerade am Abspacken. Kann sein, dass es zwischendrin immer wieder Ruckler gibt. Ich hoffe aber, die sind nicht so schlimm. Also dass es spielbar und sehbar bleibt. Well, lads, thanks for breaking me out, but I shouldn't have been there to begin with. Someone set me up, I'm sure of it. The feds are too much on me. Way more than those mingebag wankers could dig up. Someone ratted. Someone fucked me. And I'm gonna find out who. Now, it ain't gonna be easy. No fannying about around the edges, right? No shadowy deals or contacts or that bollocks. We're going to the source. The biggest FBI nest. Gonna find out who screwed me. Ich weiß, er ist nicht der Schlauste, aber er hat recht. Wir gehen jetzt also in irgendein FBI-Büro mal rein kurz, machen alles platt und holen uns einen Server. Ist ja nicht schlimm. War schwer. Don't pussyfoot around. Knock that front door down. Fucking nice one. Jetzt geht gleich der Alarm los. Gummibärchen essen. Steady now, hold it. Ah, keine Keycard. Nee, keine Keycard. So würde sich mal ehrlich niemand verhalten. Irgendwo Leute, die man als Geisel nehmen kann. Hallo, kommst du mal? Ist irgendwie langweilig gerade. Machen wir uns mal kurz. Na, sie sieht doch schon viel besser aus. Boah, Action! Jetzt geht die Party los hier. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Battlefield 4 spielen. Hallo. 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 Mach ich mal das, was ich immer mache. Auf den Monitoren umspringen. Muhaha. What the fuck? Go
Ach, gleich zwei, gell? Das ist jetzt scheiße gelaufen. Ich hoffe, dass die Bulldozer einfach wieder weggehen. Weil ohne Sniper habe ich keine Chance gegen den Bulldozer. Jetzt los, mach ihn weg. Ja. Das Ziel dahinter ist nämlich die Scheibe an seinem Gesicht und seinem Kopf wegzumachen und ihm dann Headshot zu verpassen. Oh, Alter, das habe ich noch nie geschafft. Zwei Bulldozer direkt am Anfang und ich habe es überlebt. Also wie gesehen habt, der Trick ist, die haben mehrfach Glas da vorne drin. Bei ihrem Kopf. Das ist der einzige Punkt, wie wir sie wirklich schnell töten können. Das Glas durchschießen und ihm deinen Kopf verstreben. Sonst habt ihr keine Chance gegen die. Und deswegen Sniper, weil dann macht ihr in 5 Schüssen habt ihr die dann tot. Weil in 5 Schüssen macht ihr 4 Gläser und einen Headshot. Ach, ich sollte vielleicht auch die Schrotflinte nachladen. Kein Problem, jetzt. Ich hoffe, jetzt kommen auch keine Bulldozer mehr. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Na Mann, Schlüsselkarten sind wirklich hart. Ach ja, das funktioniert hier beim FBI nicht. Manche kann so Holzchen durchschießen, manchmal nicht. Also bei dem Spiel muss schon mit Taktik rangehen oder mit vielen Freunden. Ist das okay? Ne, Chance. Das sage ich euch. Ich finde es gut in dem Spiel, dass alles immer zufällig ist. Also das, was ich jetzt hier mache zum Beispiel, das muss man auch nicht immer machen. Manche muss man hier niemals überhaupt nicht rein. Ja. Hä? Back to work. Keep me covered. Wow.
Boah, kannst du mal sterben? Guck zuerst, was die Liste will schießen, dann das ist so ein Bulldozer. Aus, bekannt aus Call of Duty. Oh, oh. Aus Call of Duty Juggernaut. Sind nicht unbedingt einfach zu siegen, jedes COD-Spiel weiß es. Ah Mann! Keine Schlüsselkarten. Tango, Tango! Hä? Oh, bumm. Bumm. Oh, keine Muni mehr. Das hört sich gar nicht gut an der Lüftung. Holy fuck! Manchmal kann man da durchgucken. Und dann sieht man, wo der Server ist. Wenn ich mir nicht sicher bin, muss ich halt alles durchbohren. Ah, fuck. Und dann auch noch so ein scheiß Bulldozer und ich habe keinen Medic mehr und müsste jetzt da hoch zu mich heilen. Ist mir scheiße, wir haben Bulldozer hier drin. Den dritten. Manchmal sind sie aber so doof und gehen einfach wieder. Hey, hey, Chance, Chance, ich bleib hier, guck. Guck da. Der geht nämlich einfach wieder. Da haben wir Glück gehabt. Die gehen immer kaputt. Immer gehen diese scheiß Bohre kaputt. Ich weiß nicht, warum ich immer noch die auf diese Bohre sitzen, aber Overkill Tools ist 2.0 ist echt scheiße, man sieht. Guck mal, sogar fast durch und kaputt, weil geht ja nicht, dass einmal durchläuft, ohne kaputt zu gehen. Hä? Und wer von euch kennt Tom Clancy Splinter Cell? Ah, da ist der Server. Oh. Hab ich mich erschreckt. Ich darf nicht mehr aufzufallen und ich will diese 128.000 und die 2,5 Millionen. Oh! Vergesst alles, was ich gesagt habe. Guck, da hatte ich zum Beispiel auch eine Tür übersehen. Einen Moment kurz. So.
Ja, meine Brille war jetzt einfach zu dreckig und irgendwie hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit so ein dummes Klacken im Hintergrund zu haben bei der Musik. Die ist doch voll nervig. Oh, diese Ruhe. Komm her. Du kommst mal mit. Boah, scheiß geil, ne? Ach, fuck. Tut mir leid, fürs Mikrofon boosten. Und das ist irgendwie ganz schön scheiße mit der Mission, dass sie in so einem Denglisch ist. Oh, komm. Ah, fuck. Ich beende mal kurz die Aufnahme, guck mal, je nachdem wie lang es ist, mache ich das gesamte, Mission in eine Folge oder mache es in zwei verschiedene Folgen. Auf jeden Fall kommt jetzt natürlich, wie ihr bei unten rechts sieht, Enter weiter zum nächsten Tag, den zweiten Tag. Oh, 62% Position, bin ich stolz auf mich. Und ja, dann sehen wir es mal. Aber ich werde zu faul, es in zwei Teile zu schneiden und deswegen. Tschüss, oder vielleicht sehen wir uns gleich wieder in derselben Folge. Ich muss mir Medic holen. Scheiße, auf den Server erstmal, muss ich hier halt werden. Ah, super. Vom Standort wechseln, wir müssen das Teil hier schließlich bewachen. Mehr mache ich nämlich hier nicht. Wie gesagt, mehr mache ich nicht. Ich nehme mich jetzt einfach zurück, mache gar nichts. Hm? Hm? Oh oh. Oh oh. Power's back on, but I've got to reboot things here. Hold your horses. Come with me. Bitte sag mir, dass der Bulldozer wieder abholt.
Normalerweise ist so, haut der einmal ab, dann bleibt er auch weg. Ja, ich finde, einmal muss ich noch weg. Oh Gott. I'll try, my friend, with the British accent. This case is special. Why am I special and sleek in this stuff? So viel FBI, die mir hier tötet, würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann die Armee hier auftauchen würde, aber das dürfen die ja nicht. Obwohl sie eigentlich schon Terroristen sind hier. Also laut amerikanischer Verfassung vermutlich. Stirbt doch. Oh, ich habe jetzt keine Muni mehr. Ich hoffe mal, der Bulldozer ist mittlerweile weg. Ich habe hier gerade mal eine einzige Schlüsselkarte gefunden. Jetzt zwei Schlüsselkarten, ne? Was nicht mehr relativ ist, ist wenig. Ich habe keine Muni mehr. Boah, Alter. Oh, ich kann. So was mit so Spezialwaffen wie der Deagle und sowas. Eben, dass sie nur wenn ich einen töte, kriege ich einen Schuss zurück. Weil es Spezialmunition ist. Extra. Immer am Kaffee trinken. Siehst du? Go for headshots halt. Dafür habe ich hier meinen. Ups. Wir wollen nur den Kampf, nicht den Krieg. Da ist schon solche Lappen. Need the ammo. Das muss ich auch mal hinkriegen, dass die Kerzen gerade stehen. Du stellst ihn so rein, ne? Und Kerzen gerade stehen sie. Give him hell. Great. Thanks to Hawks. Decrypting the servers will help pinpoint the traitor. Wollte mal sehen, wie ich von einem Taser getasert werde. So ungefähr sieht es denn aus. Lol. Wo waren da ein Scharfschütze? Jetzt hilf mir auf, Junge! Ich
So, also hinten noch Geiseln. Dann nehme ich doch noch ein paar Geiseln, dann kommen die nicht so schnell. Auch über eine weitere Keycard. Komme ich nachher schnell raus. Und ein Taser. Ach, leck mich doch am Arsch. A Medic Bag. Heilung. Die letzten paar Pillen und Tampons. Ich finde, ich sitze hier gut. Die nächsten 100 Sekunden. Wo ist der zweite NPC? Oh fuck. Mach schneller. Okay, okay. Hilf mir schneller auf. Mach hin, mach hin, mach hin. Jeder Teamkollege hilft. Das müsst ihr euch merken. Hauptsache raus hier. Oh fuck. Oh, ein Glück, dass der nachladen musste. Ich darf nicht noch mal. Macht mal hin, Leute. Puh, ich hab's geschafft. Boah, ey, ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. 2,5 Millionen Dollar am Payday. Ich hab's Gefühl, die Folge wird sehr lang, vielleicht schneide ich sie doch. Oh. Ja! Boah, ey.
you guys as soon as I find anything worth sharing. We'll find this wanker, and when we do, he'll be sorry he fucked with the payday gang. Ich sehe schon ein neues DLC kommen. Find the traitor boy. Boy. Und was gibt? Geld! Nochmal 60.000 Bargeld. Boah, ich liebe es. Tja, ne? Das Gesicht wird man niemals sehen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe ein oder zwei DLCs. Guck doch hier. Ich habe. Das habe ich nicht. Das hat, glaube ich, jeder. Jeder. Das habe ich auch nicht. Das habe ich nicht. Das habe ich. Das nicht. Ich habe einen Kunden, der sagt, ich würde ihm alle DLCs kaufen. Nein, ich habe nur knapp 50% der DLCs gekauft. Aber das macht ja einfach Spaß, mit diesen Erweiterungen zu spielen. Und ich will endlich... Das hat jetzt sehr lange gedauert. Wie viel? Was ist 5 nach 9? Immer diese Call of Duty Advanced Warfare Spieler. Also wie ich bereits sagte, ich weiß nicht, ob es dabei ist, geht hier rein. Da bekommt ihr so kostenlose Dinge wie jetzt eben den 53k Starkring oder so Geldbündel, mit dem ihr nach Leuten werfen könnt. Ist echt cool. Ach ja. Nun, das war's dann auf jeden Fall jetzt. Die Folge ist mir sowieso schon viel zu lang geworden. Ich werde in nächster Zeit vermutlich noch mal eins aufnehmen und auch irgendwo hochladen. Vielleicht nehme ich auch mal 2170 auf. Habe ich hier gerade so liegen. Wollt ihr das checken und aufnehmen? Battlefield 3, Battlefield 4 wird auf jeden Fall noch mal kommen. Weiß nicht wann, aber es wird wahrscheinlich auf... Ich denke, es wird auf jeden Fall kommen. Und ja, ich klatsche in jeder Folge am Ende in die Hände. Ich habe 1,2 Millionen Bargeld gerundet. Und sag, auf Wiedersehen. Und hoffentlich sehen wir uns wieder.